Hallo und herzlich willkommen zu AOE 4Cast Nummer 275. Es wurde sich was gewünscht, nämlich ein bisschen mehr Teamgames. Sagte mir, gut, dann legen wir halt nochmal einen drauf. Das ist jetzt 3 gegen 3. Wir haben einmal den Spieler in grün unter Rackattack, das ist Recon. In violett unter diesem komischen Namen, das auch immer der bedeuten soll, das ist der Mister. Und unter Pavelas, das ist ein Freund von der Mister, eben ein Dreiergespann hier. Wenn das auf der Gegenseite, da haben wir einmal in pink Blue Dolphin. In Rot den Scout Enjoyer und dann haben wir auch noch Tingy mit dabei. Und die sind das Gegenteam und haben natürlich damit ein richtig schweres Los gezogen. Weil allein ein Team mit Recon und mit The Mister ist schon übel genug. Und der Freund von The Mister, Pavelas, ist auch sehr, sehr stark. Und wir haben eine Zeit lang Coaching angeboten in AOE 4. Also ja, das sind alles drei sehr starke Spieler. Und wie man sieht, wir haben ja da den Wald mit dem riesen Tannenwald in der Mitte. Also die Map ist auch grandios, weil man kann quasi im Kreis zu seinen Gegnern. Wir haben damit quasi jeweils zwei Frontspieler. In dem Fall Pavelas und Recon. Auf der anderen Seite Tingy und Blue Dolphin, der quasi ein bisschen weiter weg ist und etwas gesicherter. Also Scout Enjoyer und The Mister haben es damit ein bisschen spannend. Und tatsächlich, was wir noch mit oben drauf haben, weil es ja noch nicht reicht. Wir haben keine einzige gedoppelte Zivilisation. Wir haben auch fast nur neue Zivilisationen. Das einzig ältere ist Recon, der hier die Rus spielt. Dann haben wir einmal Johanna von Orleo. Wir haben die Byzantiner, wir haben Zuxis und Mechnes, die Japaner und die Ayubiden. Also es ist wirklich ein heftiges Setup für ein Game. Tatsächlich sieht man in dem Fall auch mit dem Interface, das alte Interface, das ist die Johanna-Schaltfläche, wo man sich für den Pfad aussuchen kann, eben was sie da dann macht und wie viele Erfahrungspunkte sie gerade hat und wie viel sie braucht. Das ist eben das, was die Spieler sehen. Das sehen wir im normalen Observer-Interface nicht. Genauso können wir in dem Situation natürlich auch gucken, wie viel Recon bereits an Jagdgold gesammelt hat. In dem Fall sind es 60 von 100. Also war jetzt noch nicht übermäßig erfolgreich. Aber klar, es sind einfach so viele Späher auf der Map. Da ist es nicht verwunderlich. Recon ist trotzdem derjenige, der als erstes hier Ressourcen für ein Wahrzeichen hat. Es kommt der Kreml auf seiner Seite. Ansonsten, man sieht eben die Anzahl der Reichsbeamten. Die Dynastien auch, wie wir es jetzt bei Zuxis Vermächtnis haben. Mit den ganzen Boni-Wahrzeichen. Kostet weniger, nicht militärische Gebäude, kostet weniger Holz, Einheiten ausbilden, verbraucht weniger Rohstoffe und am Ende Schaden von den Spezialeinheiten bringt mehr oder macht einfach mehr Damage. Ja, dann haben wir hier noch, ja, das sind die ganzen, schön, dass du die ganzen Interface-Geschichten mal sieht, weil die sehen wir ja im angepassten Observer-Interface nicht. Nämlich für die Japaner gibt es da auch was, das sieht man eben die Bannerträger, die man hat und die, welche man da eben hat. Und kann die auswählen, bis er kann durchschalten. Also die Uma, die Yumi und die Katana-Bannermänner. Hier gibt es bereits ein bisschen Einheitenbesuch. Der Mister schickt ein paar Speerkämpfe über die Map. Weil das sind für Pavelas bei den Byzantinen, wie man sieht, hat man nichts weiteres halt noch als Zusatzressource, das Olivenöl, das unten mit gestapelt wird. Ist lustig, wie flexibel das Interface in AOE 4 inzwischen sein muss mit den ganzen Zivilisationen. So, und da gibt es einmal Besuch eben mit diesen ersten Speerkämpfern. Das sind französische, pseudo-französische Speerkämpfer. Johanna von Orléans Speerkämpfer. Also jetzt nichts mega krasses, trotzdem nerven sie hier und man versucht einmal noch die Goldader wieder unter Kontrolle zu kriegen, indem man einen Außenposten baut. Ansonsten gibt es wahrzeichentechnisch schon einiges an Bewegung. Vor der Zeit ist noch von keinem erreicht, das sind einfach Wahrzeichen im Bau rundum. Die waren jetzt dann gleich nach und nach fertig, der Außenposten wird dann auch endlich fertig, dass man hier seine Ruhe hat. Ja, dann wird das gefüllt, die Sperrkämpfer müssen weg, die halten da nicht lange durch und ja, jetzt eben wie gesagt, es geht reihum ins nächste Zeitalter. Der Kreml ist also fertig. Und gerade mal checken, was die anderen noch so bauen. Wir kriegen das große Weingut für die Byzantiner bei Pavelas. Also mehr Olivenöl. Hier die Meditationsgarten zuerst für die Passivressourcen bei Zuxis Vermächtnis. In Rot gibt es das Kura-Lagerhaus, das automatisch Felder spawnt bei den Japanern. Und hier haben wir natürlich das Haus der Weisheit für die Ayubiden. Flügel ist auch schon gewählt. Es gibt den Militärflügel Verstärkung, dass man automatisch die Kamelplünderer mit ranbekommt. Dann fehlt uns noch, wie man sehen kann, der Mister. Und der baut tatsächlich die Handelskammer und will damit hier sofort eine Handelsruhe ansetzen. Johanna baut also das Wahrzeichen, bis sie hilft mit aus. Sie baut das gerade nicht komplett alleine. Ihre Erfahrungspunkte werden mehr für die nächste Stufe. Und hier und da gibt es eben noch Einheiten, die da versuchen, den Gegner zu nerven. Weil überall, wo man weiter draußen sammelt, kann man angreifen. Und hier gibt es dann ja wenig überraschend das zweite Wahrzeichen mit oben drauf, dass man die Song-Dynastie wechselt für Zuxis Vermächtnis. Steine werden da auch fleißig gesammelt. Und ja, wir haben demnächst alle in der Feuerzeit. Lange fehlt es nicht mehr. Es ist wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Großes Weingut ist fertig. Und dann fehlt, wie gesagt, nur noch The Mister ist der letzte mit seinem Wahrzeichen, dann haben wir die Feudalzeit überall. Und da sehe ich, warum ich so wenig Teamgames mache, für die, die sich wundern, weil es eben einige danach gefragt haben, weil es einfach mega schwierig ist, als Solo-Caster einen Überblick in einem Teamgame zu behalten. Da verpasst man eigentlich immer irgendwo irgendwie etwas, weil überall sind da Konfrontationen. Man sieht es hier, Wüstenplünderer,
Hilft dir gerade, bis in dem Fall hilft eben gerade außer die, das sind, nee, das sind nicht Teamkollegen. Grün ist Recon. Der sammelt hier, der Wüstenpünktler will hier die Dorfbrunne loswerden. Das ist genau das Thema. Es ist mega schwer, das alles im Blick zu behalten, wo gerade was abgeht. Hier sind nicht die Speerkämpfer noch unterwegs. Ansonsten wandern dann natürlich auch noch unzählige verschiedene Speer durch die Gegend. Schmiede hat da ein paar Schwierigkeiten, wenn er jetzt gleich mit ihren Erfahrungspunkten so weit, dass sie auf Stufe 2 wechseln kann. Da fehlt nicht mehr viel. Man sieht eigentlich die meiste Zeit die Nahkampfversion von Johanna. Die Dorfbrunnen wehren sich. Einheitentechnisch ist da noch nicht wirklich was los. Dafür das Lagerhaus erzeugt nach und nach die Felder. Wie sieht es hier aus? Das ist halt echt festgesetzt worden. Hölzerne Festung. Die Dorfbrunnen arbeiten sich weiter nach vorne, versuchen jetzt hier einen Außenposten zu bauen, bis in die weitere Festung zu bauen. Aber Kamelplünderer haut mit drauf. Also das ist mutig, was Recon hier anfängt. Er versucht sie da, die Gegner massiv zu blocken. Er schafft es, seine hölzerne Festung fertigzustellen. Er upgradet jetzt auch auf Schießscharten. Also jetzt ist er halt richtig nervig unterwegs. Das wird noch schlimmer. Höhere Schussreichweite, dann trifft auch die Dorfbrunnen hier. Und er blockt auch hier, wie man sehen kann, die Bärensteuer. Wie sieht es hier hinten aus? Da sind immer noch die Speerkämpfe unterwegs. Also da ist auch ein bisschen Ärger im Verzug. Einzig hier ist es entspannt, weil sich Pavellas gedacht hat, ja, ich baue jetzt mal ein Dorfzentrum. Und jetzt ziehe ich meine Zisternen hoch. Also da ist es noch recht entspannt. Auch hier für tatsächlich... Ich muss erstmal die Namen richtig. Für Blue Dorf, dann gibt es ebenfalls das weitere Dorfzentrum. Also für zugesichtes Mächtnis, starker Aufbau könnte das werden. Tatsächlich, hier gibt es die Hauptkonfrontation. Recon belagert hier Tingi. Die Dorfbrunnen hier wandern weiter. Der Wüstenplünderer versucht sein Bestes. Jetzt ein zweiter Mitarbeiter, damit die Dorfbrunnen dich klein kriegt. Da gibt es ein paar Milizen. Deren Lebenszeit läuft aber auch in Kürze ab. Die werden es nicht schaffen, die Kamele zu bezwingen lassen. Die hölzerne Festung wurde upgegradet. Verluste natürlich in die Economy. Johanna ist tatsächlich immer noch Bäuerin. Wurde nicht upgegradet von der Mister. Milizen, wie lange leben sie noch? Die letzten paar Sekunden sollten das sein. 3 Sekunden, die nächste hölzerne Festung. Also da wird man einfach so geblockt. Also Tingi hat gerade schon den größten Ärger, wird von allen Seiten irgendwie blockiert. Der Speerkämpfer nervt noch ein bisschen, aber konnte man noch nicht bezwingen. Und hier, die Dorfbrunnen waren jetzt aber wenig. Die Kamelplünderer schlafen es nach und nach, sich durchzuarbeiten. Durch das ganze Thema wird nochmal Dorfbrunnen fallen. Hölzerne Festung wird aber trotzdem auch hier fertig. Die Dorfbrunnen versuchen rauszulaufen. Was hatten wir noch? Wir haben einiges an Olivenöl bei Pavellas. Tatsächlich zusätzliche Spalte Olivenöl macht das Interface dann nochmal breiter. Da draußen wird währenddessen das Wildschwein gesammelt. Und ja, hier eben der Aufbau und da eine Palisade mit dazu. Also, Pavellas möchte eher seine Ruhe haben. Und auch hier, wie man sieht, ist Aufbau angesagt. Kornspeicher zweimal, Felder dazwischen. Also, Zugsis Mächtnis wird ziemlich krass werden. Die Frage ist, wie lange hier Tingi noch durchhält. Er hat wirklich die mieseste Position, versucht jetzt mit den Dorfbrunnen auch nach vorne zu kommen. Hat auch nicht funktioniert. Produktionsgebäude hat er da nicht. Und hier tatsächlich die Dorfbrunnen fackeln gerade seinen eigenen Außenposten ab. Da kommen wir noch ein Milizen mit zu. Klar, für Recon ist das auch viel frühes Investment. Viele Dorfbrunnen, die rübergelaufen sind. Er ist jetzt selber nicht in der stärksten Position. Aber er will halt quasi einen der drei Gegner sofort ausschalten, dass man 2 gegen 3 spielen kann. Das wäre der Traum. Jetzt ist Johanna upgraded auf Nahkampf und battelt sich durch Wölfe und Wildschwein. Prügelt sich da also durch. Ja, dessen wird Händler gebaut. Also es kommen Händler mit dazu. Wüstenpünderer versucht immer noch sein Bestes, die Dorfbrunnen die klein zu kriegen. Und hat aber halt eine Nahkampfrüstung statt eine Fernkampfrüstung. Also Wüstenpünderer wird irgendwann gegen den Außenposten eingehen. Da gibt es sogar noch eine Palisade mit der Gegner, soll komplett eingesperrt werden. Das ist ja mal mega, mega nervig, was Recon hier betreibt. Kompletten Gegner aus dem Spiel quasi zu isolieren. Dass er gar nichts machen kann. Weitere Wüstenpünderer kommt angelaufen. Die Dorfbrunnen wurden hier weniger, sind aber trotzdem noch da und nervig. Hier draußen steht der Speer inzwischen. Hier in Rot gab es ziemlich Ruhe. Ein so genug kam da vorbei, hat geholfen, glaube ich, gegen den Speerkämpfer, dass hier einfach die Situation unter Kontrolle ist. Das heißt, die Japaner haben sich auch ein bisschen eingependelt. Einzig eben die Ayubiden haben das größte Elend. Haben jetzt aber es geschafft, auf die Ritterzeit zu kommen. Dafür wurden die Ressourcen angespart. Nochmal ein Wahrzeichen durchgeknallt. Eben dank dem beschleunigten Flügeln. Dem Fortschritt, dass das geht. Das heißt, jetzt kann man theoretisch Waffenknechte mit ranholen. Wie sind es? Gulam müssten es sein. Ja, wäre eine Option. Wenn man das Gold hat, Problem ist, alle Ressourcen wurden irgendwie geblockt. Das ist die nächste Herausforderung. Auf der Seite haben wir auch schon das nächste Wahrzeichen, wie man es vorhin gesehen hat. Das treibende Tor steht schon da. Entsprechend haben wir den Stall auch verstärkt mit dem Yorishiro. Die ersten berittenen Samurai kommen aufs Feld. Hier die Palisade wurde halt wirklich komplett fertig gemacht. Das ist, er hat halt wirklich einen... Recon hat sich einen Zoo gebaut, um die Ayubiden zu begutachten. Das ist, bisschen fragwürdig, was er da treibt, aber es hat funktioniert. Währenddessen hier draußen sieht man eben das ganze Setup, 3x Kornspeicher, die ganzen Felder drumherum. Aber auch hier ist der Aufbau natürlich sehr, sehr mächtig. Das große Weingut kann dann irgendwann ausgeschaltet werden mit den ganzen Olivenhainen. Da wird weiter mit der Zisterne abgegradet. Dann gibt es jetzt aber auch Produktionsgebäude hier draußen. Das Wildschwein soll gesichert werden. Also es ist einiges in Bewegung da. Hier draußen wird man sogar noch Ressourcen sammeln. Die Dorfbrunnen sind immer noch unterwegs. Währenddessen kamen wir hier mit dem Wüstenplünderer und jetzt aber auch mit den Samurai dazu. Da ist einmal die hölzerne Festung nicht fertig. Das wird also mehr Verluste geben. Und das kostet, also Recon kostet das auch einiges. Auch er hängt da weit hinten dran in seinem Team. Seine Teamkollegen sind da viel stärker aufgebaut.
Wir haben inzwischen auch ein zweites Dorfzentrum bei der Mister. Und er ist in der Handelskammer, ballert fleißig ein paar Händler raus. Also die läuft auch ein bisschen die Handelsroute. Für zusätzliches Gold hier draußen. Johanna battelt sich immer noch gegen Einheiten, um mehr Erfahrungspunkte zusammenzukratzen. Und tatsächlich, Bludorfen gerade in der punktemäßig besten Situation. Recon, wie gesagt, hat sich eben durch die ganze Geschichte auch selber geschwächt. Er hat dorfpontänisch nicht viel versucht, jetzt selber mit dem zweiten Dorfzentrum, schickt die dann weiter raus, seine Kollegen, um mehr Ressourcen zu sammeln. Wer das nicht hier, wann ist der Befreiungsschlag endlich möglich? Ich meine, da leidet man schon ziemlich, okay, da kommt der Rambock, der soll letztendlich alles räumen. Es wird halt Zeit in Anspruch nehmen. Hier draußen kann man noch eine Jagdhütte abbrennen. Die Briten Samurai laufen an einem vorbei, fressen dabei auch einiges an Schaden, weil die ganzen letzten Festungen doch gut austeilen. Die verstärkte Rüstung, also die ablenkende Rüstung, blockt halt nur einen Angriff und nicht ständig was. Bis die zurückkommt, dauert es doch ein bisschen. Also entsprechend das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und jetzt hier wird, jagt man aber weiter die Dorfbewohner von Recon. Also er kriegt nochmal ein bisschen Ärger. Seine Economy wird nochmal ausgebremst. Und tatsächlich, alle drei Spieler vom Gegnerteam sind schon in der Ritterzeit. Noch kein einziger von diesen. Der jetzt Paphelas ist der Erste, der das tatsächlich geschafft hat. Und man sieht bei Recon 20 Dorfbewohner gerade einquartiert. Damit ist in seiner Economy nicht mehr viel los. Wie viel hat er da aktuell gerade? Wir müssen da einmal Recon auf den Spielerfokus finden. Er hat 31, 20 davon untätig. Er hat militärisch nämlich quasi gar nichts. Also es ist wirklich bei ihm auch etwas Stillstand angesagt. Er versucht hier eine weitere Palisade zu bauen. Das wurde aber gestoppt. Und der Rambock versucht jetzt eben hier alles nach und nach wieder aufzubrechen, dass Tingi auch wieder im Spiel ein bisschen mehr teilnehmen kann. Die Samurai haben in der Zwischenzeit gelitten. Der versucht das irgendwie alles durchzustehen, was es hier in Ärger gab. Und jetzt gibt es auch hier ein bisschen Gesellschaft. Die Sugenus kommen vorbei. Bludorfin tritt in Aktion. Hier gibt es währenddessen den Goldhornturm. Wie man sieht, Speerwerfer im Söldnervertrag. Das heißt, die Sugenus werden es nicht leicht haben. Hier draußen will man noch Gebäude abreißen. Da sind auch noch Dorfbewohner drin. Also Recon, er ist schon ziemlich lahmgelegt worden. Er hat nicht nur die Gegner, sondern auch sich selbst lahmgelegt. Zweischneidiges Schwert. Aber er hat das zweite Dorfzentrum, um das wieder quasi in den Griff zu kriegen. Wird das nicht hier draußen, wandert man weiter raus für Bärensteuer, Ressourcen sammeln. Hier ist feldertechnisch nicht viel los, bis auf das Kura-Lagerhaus. Das produziert es eben auch Holz mit dazu. Und hier draußen mit dem Wüstentunnel sieht man auch, okay, da ist eine Handelsroute am Arbeiten. Die sollte man eventuell stoppen. Die sollte nämlich jetzt schon gerade ihre volle Länge aufnehmen. Neuer Zielmarktplatz, dass die Händler maximal 120 Gold reinkriegen können. Pro Trip, das ist aktuell noch die Kurzroute. Und die bringt bei weitem nicht so viel für den Mist. Aber er muss sie erstmal halten können. Das macht aktuell nicht den Eindruck gegen die berittenen Samurai, die hier und da und überall durchlaufen. Die Speerkämpfer versuchen ihr Bestes. Inzwischen auch der Mister in seinem nächsten Zeitalter hat die Gildenalliste dazu geholt. Die zwei Dorfzentren sind da fleißig am Pumpen. Auf der anderen Seite hier der Rambock, der arbeitet weiter sich durch die Gebäude durch. Also so langsam kann man hier wieder ein bisschen Fuß fassen. Wie viel Dorfbewohner hat Tingi noch? Das hat ihm ja auch einiges gekostet. Johanna ist hier draußen unterwegs und jagt Wildschwein. Die ist einmal die gesamte Map schon gewandert, um Wildschweine zu erledigen. Mit das nicht in die Samurai ziehen sie ein bisschen zurück. Da ist Bannermeier. Ich wollte eigentlich auf Tingi. Genau. Der ist bei 32 in der Wirtschaft. Das ist nicht wirklich besser als Recon. Tatsächlich sogar schlechter. Der ist jetzt auf 37. Recon hat sonst nichts außer seine Economy. Und legt jetzt gerade ein paar Felder an. Das ist ein, ja, wildes Spiel hier draußen. Die Samurai werden weggestochen von den Speerkämpfern. Wollten dann noch ein bisschen Schaden mitnehmen. Generell wirtschaftlich 38, 61 bei Bludorfin. Der hat sehr, sehr viel. Scout und Scheuer 46. Paphelas hat zumindest 66, gerade voll in der Bevölkerungskapazität drin. Also es ist Bludorfin, der aktuell die stärkste Position auf der Map hat. Außer der Mister eben, wenn seine Handelsroute noch ins Laufen kommt, da arbeitet er gerade dran. Eine Palisade quer rüber, dass das geschützt wird. Wenn das ein Recon bekommt, Ärger, da ist einmal ein Mann, ja, Nick mit dabei. Und das, wie man sieht, macht bereits den Feuerschaden. Ist auf Feuerschaden umgestellt. Das heißt, Recon wird mehr Schwierigkeiten. Er kann noch Milizen zünden, aber nicht sicher, wie viel die ihm helfen. Sein Kreml leidet. Währenddessen hier ist der Rambock noch unterwegs. Ja, der Rambock versucht sich durch die letzten paar Sachen durchzuarbeiten. Die Dorfbewohner wollen das. Gott, wie können wir das mit seinen Dorfbewohnern sogar noch irgendwie halten? Hat er drei Dorfbewohner mitten in der Gegend. Und man könnte versuchen, den Rambock anzugreifen. Aber ich glaube nicht, dass das der hölzernen Festung reichen wird. Hier draußen, der wandert mit einer Religiosen, der mit einem Mönch durch die Gegend, um Reliquien aufzusammeln. Davon ist natürlich richtig viel auf der Map. Und hier sehen wir Gulam, wollen die Dorfbewohner zerprügeln. Tingi, gib mal den Konter quasi. Versucht jetzt die Dorfbewohner von Recon auszuschalten, die wir da lange drunter gelitten hat sehr viel Militär dann auch gebaut. Wenn das im Recon voll am Einquartieren wieder mal seine ganze Economy wird lahmgelegt, hat dann Marktplatz, hat versucht Gebäude zu bauen für Produktion, aber hat immer noch massiv Schwierigkeiten. Also Recon lebt in einem Elend. Tingi versucht ihn da eben zuzulegen, mit Unterstützung seiner Teamkollegen, ein bisschen zumindest, denn der Kreml leidet weiter und weiter. Die Wirtschaft ist ausgebremst, wie sieht es hier aus beim Spiel am Pink, der hat sich auch inzwischen schon Shaolin-Klöster gegönnt. Und wie man sieht, hat er schon ein paar Reliquien einquartiert. Hier draußen wird an der Palisade gearbeitet. Es blinkt halt wirklich an fünf verschiedenen Stellen auf der Karte. Und das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Die Frage ist eben gerade, wie geht's Recon? Kann er sich da fangen? Aktuell macht es den Eindruck, so nach und nach. Sein Kreml brennt noch nicht. Gott, würde das Mann ja nicht die ganzen Dorfbewohner treffen, wäre das eine viel größere Katastrophe geworden.
Aber das wirft gerade gnadenlos die ganze Zeit auf das Wahrzeichen. Macht damit nicht so viel Damage. Und hier gibt es einmal einen großen Kampf, aber die Armee von Puffelas ist ready für den Ansturm von Blue Dolphin. Der hat noch einige Skidus hinten dran. Auf der anderen Seite warten eben die Sperrwürfe und die Sperrwürfe sind da ziemlich tanky, kriegen den Fernkampfschaden. Dafür die Palastwachen sind das Problem. Die sind eher die schwierige Einheit in diesem Kampf und die Palastwachen arbeiten sich gerade Meter um Meter durch. Ja, das sind die Palisade wurde hier sogar wieder geschlossen. Die Samurais müssen sich durcharbeiten. Der hölzerne Festung hat es nicht überlebt. Also die Position ist dann doch mal so quasi gebrochen. Das meine Nick teilt immer noch aus. Jetzt liegt auch gerade den Dorfbewohner dabei. Und hier der Fight, ja, wie man sieht, die Armeen Pink konnte sich durchsetzen. Damit geht's vorwärts. Puffelas braucht mehr Reinforcements. Seine Sperrwürfe sind nicht genug, werden dabei noch ausradiert. Der Goldenturm bringt gleich ein weiteres Satz mit ran, sobald er damit verführt wird. Gleich ist vielleicht die falsche Begriff. Das dauert noch 45 Sekunden. Und währenddessen werden die alle weggeräumt. Also Probleme jetzt auch bei einem weiteren Spieler. Es musste Mister zur Rettung kommen. Der Mister ist aber gerade unten bei Recon versucht, dem zu Hilfe zu kommen, dass man das in den Griff kommt. Da wurden jetzt die Milizen einmal gezündet. Milizen im Ansturm auf das Manianik. Die Gulam können versuchen, das zu verteidigen. Also die Milizen natürlich, Hauptfokus ist es, diese Belagerungswaffe auszuschalten. Weil die war schon ein richtig großes Problem. Auch der Raboxer vorne ausgeschaltet werden. Das Manianik wird ein bisschen surrounded. Es lebt noch, aber es wird... Ah, schafft das Manianik das 7 mit Points? Es schafft das sogar gegen die Milizen. Die Milizen haben es nicht geschafft, das Ding zu zerlegen. Wenn das der Kreml leidet immer noch, auch der Rambok lebt immer noch. Und ja, bei der anderen Seite gibt es eben auch Probleme. Jetzt wird das Manianik doch so schnell. Jetzt kommen wir beretten, ist am Reismission hier im Alleingang tatsächlich. Drückt gerade Blue Dolphin den Gegner nieder. Versucht zumindest. Blockt hier alles an Olivenhainen. Hat die Einheiten überall. Jagd Dorfbewohner in Massen. Also hier ist wirklich die Hölle los. Wie sieht's aus mit dem Mister? Er muss eigentlich ein bisschen retten. Da versucht währenddessen Johanna gerade Zeug einzunehmen. Sie kämpft selber noch gar nicht wirklich mit. Da war da eben noch eine Armee von dem Mister. Wo hat er die abgestellt? Das ist sehr viele Dorfbewohner, die unterwegs sind. Okay, läuft gerade wieder nach oben, um tatsächlich Puffelas zu helfen. Und lässt Recon damit erstmal quasi vor sich hinsterben. Der Kreml ist nämlich down. Und wir haben jetzt noch das Dorfzentrum, das man angreifen kann. Gut, man ist nicht ausgeschaltet ohne Wahrzeichen, aber trotzdem ist es problematisch, was hier alles passiert. Neues Manianik könnte dann auch die ganzen Felder abfackeln. Also Probleme für Recon, nach wie vor sehr, sehr viele. Und hier versucht man offensiv reinzugrätschen. Bergfried steht bereits. Produktionsgebäude kommen wieder zu. Der Goldhornturm leidet ein bisschen. Ramböcke werden gebaut. Und die Armee von dem Mister, ich bin nicht mehr sicher, ob die genug ist, um hier zu helfen. Wir haben währenddessen Stufe 5 auf der Zisterne und wirtschaftlich einiges für Puffelas, aber ihm fehlt es halt komplett am Militär, um das hier in den Griff zu nehmen. Seine Produktion wird gerade vom Bergfried abgekämmt, ist also auch etwas ungemütlich. Ramberg jetzt mit dabei gegen die Gebäude, die Einheiten werden angerannt und hier ist man jetzt aber auch dran an der Handelsroute. Also auch der Mister bekommt jetzt Economy-Probleme. Es sind alle auf Ritterzeit soweit, aber ja, das Kräfteverhältnis trotzdem ein bisschen... Ja, auf der Seite des Teams von Tingy, Scoulandshire und Blue Dolphin. Und da sieht man das Abfackeln der Felder, der Gebäude, die Einheiten jagen die Dorfbewohner für Recon. Sieht das inzwischen katastrophal aus. Es kommt noch was übrig von seinem Gebiet, da wird immer noch mehr abgefackelt. Die Samurais gehen jetzt hier in die Schlacht gegen die Armee, also die Teilarmee, glaube ich, ist das sogar nur von The Mister. Der versucht jetzt klein zu kriegen, aber seine Sperrkämpfe sind nicht mal genug. Wenn das nicht die zweite Armee, wie man sieht, ist hier. Da wurde aber auch schon das Dorf, das Wahrzeichen abgerissen. Da geht es jetzt an die ganzen Produktionsgebäude. Das ist schwierig, hier die ganze Geschichte. Die ja, Dorfbewohner sind aber noch einquartiert, die noch übrig sind. Also, Recon hat er fast nichts mehr. Er ist kurz vorm Game Over tatsächlich in seiner Position. Wenn es in den Dorfzentren stehen, aber Felder abgerissen. Economy läuft katastrophal schlecht. Hier gibt es einfach nur ein bisschen Restärger. Das ist nichts wirklich Wichtiges. Hier ist das Wichtige. Da wird gefightet. Scoulandshire trifft auf die Einheiten von der Mister. Der versucht das jetzt zu stoppen. Da ist Johanna mit dabei. Stufe 3 jetzt. Und ja, sie hat ihre Fähigkeiten auf Vorrat. Sie kann sie auch dringend gebrauchen. Gerade den Heiligen Zorn. Hat noch 3 Ladungen, hat auch ihre Gefährten gerufen, hat die Heilung verwendet in diesem Kampf, um einfach irgendwie die gegnerische Armee zurückzuringen. Und Recon baut hier eine defensive Palisade. Er will sich da einfach mit ein paar Einheiten, mit ein paar Dorfbewohnern in Sicherheit bringen, weil das sein Kerngebiet wird gerade Stück für Stück überrannt. Nach wie vor. Die Dorfbewohner, wenn sie treffen könnte. Meine Nick aber schießt auf das falsche Ziel. Und wie sieht's oben aus? Auch da versucht der Mister tatsächlich die Position zu halten. Mit eigener Unterstützung. Triebock hilft damit aus. Mehrere Triebböcke. Auch ein Shiros Euphor ist mit dabei. Die Einheiten stehen da Wache. Man versucht natürlich diesen Bergfried dann loszukriegen. Aber Bienennester geben Konterfeuer und zerlegen die erste Belagungswaffen. Auch eine Einheiten sind noch mit dabei. Also der Kampf ist hier ist noch nicht überstanden. Auch hier gibt es den nächsten Run nach vorne. Aber da Kavallerie will nicht in die Speerkämpfe rein. Da kommen wir noch mehr mit dazu. Das wird langsam ungemütlich. Man versucht mal an der Palisade durchzulaufen. Die Dorfbewohner hier auch in Masse vorhanden. Währenddessen Blue Dolphin hat ziemlich viele Ressourcen tatsächlich. Sehr viel Nahrung, sehr viel Holz. Ihm fehlt es ein bisschen an Gold. Dann könnte er sogar auf die Imperialzeit wechseln. Wäre eine Möglichkeit. Hattet hier auch die sehr starke Position. Muss jetzt ja gucken, ob die Position hält. Dem Shiro Siphon, der da anläuft. Ah, der wird doch schon ziemlich gut runtergeschossen. Wie sieht es hier aus? Da blinkt es auch immer noch hier und dann überall. Aber kann man das halten? Die Einheiten in grün. Ein paar Einheiten sind jetzt sogar da. Das zweite Dorf wird gerade angegriffen. Das soll fallen. Das wird wahrscheinlich fallen. Recons Position bessert sich nicht wirklich. Hier die ganzen Produktionsgebäude werden immer noch von Puffelas abgerissen.
Also gerade der Mister muss den Carry spielen für seine Teamkollegen und muss aber selber auch gucken, dass seine Economy am Laufen bleibt, denn die Samurai jagen ein bisschen seine Händler, von denen doch einige unterwegs sind. Der Rest der Truppe zerlegt gerade nach und nach weiterhin das Kerngebiet von Recon und hier draußen das Kerngebiet von Paphilas wird gerade auch Stück für Stück abgeräumt. Ja, mehr Gebäude fallen, darunter das Söldnerhaus, kriegt das Problem mit der Bergfried, steht noch, ihm geht es aber nicht mehr so prickelnd. Auch hier stehen Produktionsgebäude, da ist der Run auf den Tribok, um den klein zu kriegen. Nein, erstmal auf die anderen Belagerungswaffen, auf die Rotten. Tribok steht erstmal noch so. Bienennest ist damit dabei, um die gegnerischen Fernkämpfer auszuschalten. Da kann man ordentlich reinheizen, ja, und das gelingt auch. Fernkämpfer werden ziemlich massakriert. Unten werden das sind die Gebäude leiden mehr und mehr. Gott, das sieht katastrophal hier wirklich an. Die Dorfwunder rennen immer noch. Also zumindest Weekend gibt sich hier nicht auf. Und da ist die Imperialzeit für den Mister tatsächlich. Der hat es geschafft, die Imperialzeit zu erreichen. Der ist Zeitalter 4. Ich meine, der hat die Gildenallee dafür genutzt, höchstwahrscheinlich. Er hat die Gildenallee einmal eingesetzt für den Ressourcenboost nach oben, dass er sich das leisten konnte. Und ja, es wurde der rote Palast, um einfach hier zu sagen, ihr kommt hier nicht weiter. Entsprechend ist auch der Bannerträger hier gefallen von Scout Enjoyer. Die Palisade ist geschlossen, die Position ist erstmal safe. Allerdings die Handelsroute ist noch nicht so ganz safe, solange man hier noch Zugang hat, weil das Gebiet von Recon ist halt, ja, quasi nicht mehr vorhanden. Er hat da mehr und mehr Schwierigkeiten versucht, die Rambürger klein zu kriegen. Seine Ritter geben da das Beste, aber Gulamsen ist über die Dorfmunde kassierend mehr und mehr. Nächster Rambock kommt noch mit dazu. Die Gebäude werden von Hand abgefackelt, die Gebäude werden von Hand abgefackelt. Da trifft es auch ein paar Häuser von dem Mister tatsächlich. Hier sind noch Samurai unterwegs und wie sieht es hier oben aus? Die Armeen pink. Der erste Bergfried fällt, zweiter Bergfried wird gerade aufgebaut. Der Tribok hat das tatsächlich überstanden, der wurde nicht klein gekämpft und es sind die Arbaletrier, die hier gerade kämpfen, mit ihrem Schild aktiv, volle Rüstung, um sich durchzusetzen. Der Bergfried ist nochmal fertig geworden. Aber die Unterstützungseinheiten sind nicht mehr da. Das Militär fehlt. Blutoffen kann sich hier nicht durchsetzen. Er wird hier einmal gestoppt tatsächlich. Versucht den Tribok noch mitzunehmen. Das gelingt ihm auch. Kann noch ein paar sonstige Einheiten mitnehmen. Aber der Bergfried wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Und Blutoffen selber wird bei ihm Wahrzeichen hochgezogen, ist die Frage. Da kommt ja. Da kommt Zuxis Bibliothek. Also ja, da geht es auch in die Imperialzeit dann. Ja, das sind für die können sehen wir immer noch. Ein langsames Wegstorben seines Gebiets. Johanna wird verfolgt. 70 Hitpoints sind da noch drauf. Die Kavallerie ist aber schneller. Und damit die Hitpoints werden weniger und weniger. Reicht das noch? Unterstützung ist unterwegs. Aber Johanna hat noch 10 Hitpoints. Kann man die killen? 14 Minuten wäre sie dann weg. Nee, reicht nicht ganz am Ende. 14 Hitpoints verbleiben. Die Unterstützung kann das tatsächlich retten. Ja, das nehme ich hier. Gemeinsames Holz sammeln. Steinvorkommen wird runtergesammelt. Tatsächlich hat sich Tingi ein bisschen erholt, aber ist trotzdem in der schlechtesten Position von seinem Team verhältnismäßig. Der Bergfried hier wird gerade abgefackelt, auch wenn er repariert wird, das ist nicht genug. Die Reiter, die da einströmen, sind auch nicht genug gegen die Nimitanei. Die können dagegen halten. Also Paphilas hat es geschafft, eigene Militäreinheiten wieder auszubilden. Sein Gebiet hat massiv gelitten dabei, aber konnte das überstehen? Bei Recon kann man das so nicht sagen, aber er hat zumindest ein paar Dorfbewohner zum Ausweichen. Also er kann quasi weiterhin noch mit was spielen. Wobei auch da ist jetzt Mist jetzt unterwegs, um das wieder in den Griff zu kriegen. Tatsächlich, es reicht. Man kann das stoppen. Der Ansturm wird erstmal aufgehalten. Das Game verliert gerade ein bisschen an Tempo. Also es ist erstmal jeder sammeln, wo, was, wie ist die Situation. Weil es ist sehr viel los, es ist sehr viel passiert. Mal kurz einen Economy-Check. 47 bei Recon, 78 bei Blue Dolphin, 74 bei Scout Enjoyer Paphilas mit 97, das ist fast dreistellig. Wenn das ein, ja, Mister mit 116 in seiner Wirtschaft. Natürlich Händler auch mit dabei. Also Mister geht es wirklich absurd gut. Ist in der besten Position. Tingi wird das mit 61. Also Recon am schlechtesten, der Mister am besten unterwegs. Bisher in diesem Game, da gibt es einmal eine bunte Schlacht. Und die bunte Schlacht wird von Rot und Orange gewonnen. Erstmal Reinforcements kommen für den Mister, aber da kämpft mit einem weiteren kleineren Trupp gegen eine deutlich größere Armee. Kann sich hier nicht halten. Und der Pink wird das ein bekämpft ihn auch. Der Mister kämpft halt wirklich an zwei Fronten. Und versucht das so gut wie möglich zu managen. Hier hat jetzt Johanna mit dabei, aber auch die kassiert wieder sehr viel Schaden, ballert ihre Fähigkeiten rein. Und wenn das die Shiro sie vor, ballern sich durch die Gebäude durch. Man sieht schön, wie der Flächenschaden sich nach hinten ausbreitet und den zweiten Stall hier auch mit abfackelt. Da kommt noch ein Upgrade mit dazu. Das sollte auch gerade noch fertig werden, 2 Sekunden. Es wird fertig. Also die Reiter bekommen den Elite-Helm auf. Die Dorfbewohner werden wieder angegriffen. Die Sperrenkämpfe sind noch mit dabei. Wir lassen hier draußen, geht's mal an die geweihte Stätte. Nicht sicher, wie der Stand bei den Reliquien ist. Es sind noch einige hier unten. Es sind 4 Reliquien, 5 sogar, die nicht eingesammelt wurden. Und das hier kommt die nächste Welle von den Mistas-Einheiten wieder die Arbaletrier mit zusammen mit Elite-Sperrkämpfer versuchen hier alles zu halten, was diese Armee in Rot und Orange nach vorne schiebt. Und da kommt immer noch ein bisschen was nach. Die Frage ist, ist es genug? Und Recon hat jetzt endlich mal genügend Ressourcen. Er ist noch nicht mal in der Ritterzeit. Aber er hat jetzt zumindest die Ressourcen dafür, um die Ritterzeit zu gehen. Währenddessen hat Scout und Scheu es auch in die Imperialzeit geschafft, aber ist noch nicht wirklich mit den Upgrades da unterwegs, dass er voll fähig ist zu kämpfen. Man sieht auch hier seine Enten, werden gerade nicht aktiv kontrolliert, machen ein bisschen Spießrutenlauf durch die gegnerischen Units, kassieren damit mehr. Währenddessen Johanna räumt da nochmal ein paar Einheiten weg und wir kriegen ja ein Ersatzdorfzentrum von Recon. Da Steine gesammelt hat, ein Ersatzdorfzentrum und jetzt baut er nochmal eins mit dazu, bevor sein Wahrzeichen kommt. Parallel hier
Der Mister pusht nach vorne und wie man sehen kann, Blutorfin kriegt das gerade nicht gewuppt. Also er braucht jetzt tatsächlich Unterstützung, um diese Armee aufzuhalten. Unterstützt wird die Armee aber auch von Puffelers, wie man sieht, mit den Belagerungswaffen. Die Shiro Siphon gehören ihm, genauso wie ein paar blaue Netten mit dabei sind defensive Bergfehler. Die Bergfehler haben vorhin schon Probleme gehabt. Also nicht sicher, wie gut das jetzt hält. Jetzt wendet sich das Blatt, dank der Mister tatsächlich. Der Carry hier von diesem Team schiebt jetzt an beiden Fronten den Gegner zurück, ermöglicht damit tatsächlich, na, wobei das Gebiet ist noch nicht so ganz safe, das wird tatsächlich gerade noch abgefackelt. Also Vikene hat einfach umgesiedelt nach hier, ist in einem ganz anderen Gebiet unterwegs und da soll es sein hohes Handelshaus geben, da kann er einiges an Bäumen noch mit einstellen. Also Vikene hat sich zwischen seine Teamkollegen einfach gepflanzt und wird da jetzt auch bleiben, weil sein Kerngebiet ist aber noch komplett zerstört. Hier hingegen versucht man das mit dem Bergfried zu halten, Ölupgrade ist da nicht mehr drauf, die Netten leiden trotzdem, der Bergfried ballert und ballert, versucht sein Bestes das alles zu stoppen. Wenn das hier die Einheiten versuchen, die gegnerischen Einheiten auszulöschen, ist das genug, was Blutorfin hier mobilisieren kann, um diese Armee zu bremsen. Ein bisschen Unterstützung kommt in Rot, wie man sehen kann. Da sind ein paar andere Schützen mit dabei, die Scout und Scheu gehören. Dafür im Süden gibt es ebenfalls Probleme. Wie man sieht, die Einheiten Orange versuchen, sich hier durchzukämpfen, haben es aber nicht so einfach. Die Einheiten Roten machen auch die Palisade auf, dass man irgendwie einen weiteren Weg hat. Johanna kämpft eben mit. Da vorne gibt es ein Dorfzentrum sogar. Das leidet gerade auch, beziehungsweise das leidet als nächstes wahrscheinlich. Aktuell schießt noch ein bisschen mit rein und versucht das Beste daraus zu machen. Und der Bugeisha kämpft da auch gerade mit. Wenn das in die Hände laufen, also die Handelsroute für den Mister bringt weiter Kohle rein. Wie sieht es hier aus? Der Bergfried wurde abgefackelt. Gott, das sind einfach, es sind 7 Shiro Siphon hier. Drum wird das alles abgefackelt, nicht verwunderlich. Da laufen jetzt die Dorfbewohner gerade durch, eher Speerkämpfer und die müssen aufpassen auf den Flammenschaden am Boden. Die haben kein Hitpoint-Upgrade, also die würden dran leiden. Wir versuchen das jetzt von Hand klein zu kriegen, weil hier wird einfach ja die Feld ist eine große Gefahr. Die ganze Nahrungsversorgung ist die Gefahr, wenn die Dinge hier reinfackeln. Aber man sieht, man leidet währenddessen an den Infanterieeinheiten, die damit draufhalten. Fernkampf versuchen ihr Bestes, das in den Griff zu kriegen. Ja, also da leidet Blutorfin gerade mehr. Er war in einer so guten Position da vorne, als er Puffelers ordentlich bedrängt hat. Jetzt hingegen kriegt er mehr und mehr Schwierigkeiten, als eben dieses Massenabfackeln seiner ganzen Nahrungsversorgung. Die Probleme stapeln sich. Da war jetzt gerade nochmal ein gutes Unterstützungsfeuer von Bienennesten. Die ganze Truppe macht einiges an Schaden. Im Süden pusht der Mister wird das im Alleingang. Es nähert sich an. Die ganzen Einheiten in Orange sind nicht stark genug. Gut, Tingi ist noch der letzte Spieler, der da in der Ritterzeit ist von diesem Team. Hat damit nicht ganz die Elite-Möglichkeiten. Ist damit schwächer aufgestellt als die Truppe, die der Mister da vorweisen kann. Wie man sieht, Scout and Shell schickt gerade alles nach oben, um hier irgendwie Blutorfin zu retten. Aber Blutorfin hat mächtig gelitten. Viel Infrastruktur verloren. Immer Position ist gehalten. Den Tribor kann man auch noch rausnehmen. Es gibt gerade keine weitere Welle. Die weitere Welle wird weiter hinten gesammelt. Palisade ist hier geplant von Recon. Und damit blockt die hier die geweihte Stätte tatsächlich. Und macht den Weg frei bis zur Goldader, der schon gesammelt wurde. Ein bisschen zumindest. Wie sieht es im Süden aus? Die Einheiten sind sehr tief reingelaufen. Das Dorf zum wieder mal Tingi muss verteidigen. Kostet es, was es wolle. Johanna da mittendrin. Schlägt die Einheiten aus dem Leben. Rack Attack. Also Recon hat tatsächlich jetzt auch genügend für die Imperialzeit. Hat ein bisschen gedauert bei ihm, aber er hat das tatsächlich überstanden. Ich meine, man sieht ja, dass hier ist er gestartet. Das ist Recons Ausgangslage gewesen. Der Erlöserturm kommt jetzt bei ihm noch. Der kommt hier vorne tatsächlich neben dem Goldhaumturm. Dass man hier noch mehr Verteidigung hat, weil da kommt doch gerade die Armee angelaufen. Wie man sehen kann, die Armee von Blutorfin und von Scout and Scheuer. Währenddessen die Armee von The Mister, die unten einfach so ihren Spaß, die räumt einfach alles weg, was irgendwie rumsteht. Die haben letztens von nichts beeindruckt, haben Dorfbewohner massakriert. Tingi ist jetzt in der schlechtesten Position auf der Map, nach den ganzen Verlusten, die er da eingefahren hat. Und er hat auch nicht wirklich Rettung in Sicht gerade. Also ihm geht immer eher noch mehr von. Versucht jetzt selber Dorfbewohner zu evakuieren, dass er hinten irgendwo wieder Fuß fassen kann. Währenddessen geht von Scout and Scheuer alles nach oben, alles oben rum, um hier gerade mit Blutorfin zusammen wieder Puffelers anzugreifen. Problem ist, wenn der Erlöserturm fertig wird, dann ist das gar nicht mal so einfach. Das Ding blockt so einiges an Schaden. Mein unten hat auch das Wahrzeichen geblockt. Der rote Platz hat hier alles ausgebremst. Bis da lief es eigentlich ganz gut, was das Pushen betrifft. Bis das dann davon gehalten wurde, ja, das Dorf ist dann wenig überraschend draufgegangen und ein Dorfbund wird auch noch mit aufgesammelt. Und das Weekend ist bei 75. Wie sieht es für den Spieler in Orange aus? Tingi ist bei 70, also ist wirtschaftlich auch schwächer. Hier gibt es den Ansturm nach vorne. Der Erlöserturm ist noch lange nicht fertig. Die Onabogeisha sind da schon da und prügeln auf die Einheiten ein. Der versucht sich da vorzuarbeiten, aber ist das genügend Armee, ist die Frage. Da ist, wie man sieht, aber der Trierme dabei. Wieder mal der Mister schickt seine Unterstützung, hilft seinem Team. So gut ist es, und Recon wandert eben auch noch dort dagegen. Hat sein Wahrzeichen noch nicht aufgegeben, man muss das zumindest aufhören zu bauen. Hat nicht die Möglichkeit dazu, das sind 4000 Hitpoints auf. Das Ding wird eine Weile durchhalten. Der Mangel kommt jetzt mit angefahren. Das heißt, die Funkämpfe hinten werden gleich leiden. Und leiden, das tun sie. Die wollten hier Ramböcke bauen. Das wird erstmal nichts. Da ist ein Bienennest noch mit am Start. Da kommt die nächste Reihe an Onabogeisha mit dazu. Zwar ein paar Bannerträger hinten drin, sind auch die ersten Uzuzu mit drin. Unten ist immer noch der Mister am Angreifen mit seiner eigenen Truppe. Kann man den Truppen nicht mehr aufhalten. Hier stehen auch, wie man sieht, Produktionsgebäude ineinander. Hauptsache, man kann bauen und irgendwie helfen. Aber die Netten, die sind auf dem falschen Valley Point. Die laufen tatsächlich bis nach oben. Das ist also gar keine Hilfe in dem Kampf. Der Kampf läuft
auch weiterhin ab. Die Dorfbohnen grün werden weggeschossen. So viel zum Erlösertum. Dem geht es gar nicht mehr so gut. Die Armee kann doch ein bisschen Fuß fassen. Hier dank den ständigen Reinforcements, die reingejagt werden. In der Zwischenzeit leidet Tingi selber immer noch. Aber die Truppe hier wird auch ein bisschen kleiner. Johanna selber wieder mittendrin. 400 Points sind da noch drauf. Trotzdem wirtschaftlich würde ich sagen, läuft es nicht so toll für das Team hier oben. Also für Blue Dolphin, Scout und Scheu und Tingi. Nach wie vor hauptsächlich der Mister Geld hat ohne Ende. Wir können versuchen immer noch hier seine Lösertum fertig zu kriegen. Wird bisher nicht funktionieren. Bienennest ist immer noch mit dabei. Ah, das ist das Bienennest. Okay, das Bienennest auf der anderen Seite. Entschuldigung. Dank den Söldnern. Dank der Söldnerfunktion haben wir das Bienennest mit am Start. Wir haben hier das ausländische Ingenieurbüro, das sorgt dafür, dass man Bienennester bauen kann. Und hier Außenposten waren geplant. Die Dorfbohnen grün leiden tatsächlich. Und wie sieht es hier aus? Der Trupp konnte gehalten werden. Einzige Johanna läuft noch durchgegangen mit 340 Hitpoints. Und hier unten ist noch das Steinclown gerade am Laufen. Also der Mister klappt sich da weitere Ressourcen ab. Und der Trupp wird dann am Ende doch genügend ausgebremst. Der Lösertum wurde nach wie vor nicht gecancelt. Er ist in keinem guten Zustand. Aber er wird durchkommen. Ja, das hier sammelt man sich zusammen durch die letzten Ressourcen durch. Das ist jetzt tatsächlich das nächste. Wir haben jetzt 30 Minuten erreicht. Und die Ressourcenfelder zumindest in der eigenen Gegenwart weniger und weniger. Das Handelshaus ballert nochmal gut Gold mit rein. Da wurden nochmal weitere Olivenhaine angelegt. Wie ist die Situation? Tingi hat 2000 Stein tatsächlich. Währenddessen hier aber gerade noch der Mister die restlichen Steine wegsammelt von dem Steinvorkommen. Zumindest versucht er das. Die Dorfbrunner weiter auf Wanderschaft, dass sie eben dieses Ansiedeln beim Gegner. Das wir auf der anderen Seite ja auch schon gesehen haben. Mit Recon, der hier irgendwo zwischendrin hängt. Zwischen dem Gebiet seiner Teamkollegen. Mit seinen ganzen Gebäuden. Hat auch wirklich einiges wieder aufgebaut. Also Recon hat sich echt wieder gut gefangen. Aus seiner absolut katastrophalen Situation. Und jetzt schwinden ja nach und nach die Goldadern. Auch hier muss man an die Handelsroute denken. Das ist auch der Gedanke von Tingi. Auf Handel überzusetzen. Da ist es halt ein bisschen. Gut, er ist hier am Handelsposten, das heißt, er bräuchte hier quasi einen Zielhandelsposten, aber da ist halt die Palisade im Weg. Und wie man sieht, da will auch tatsächlich Recon bereits handeln. Er tut das jetzt auch schon. Händler laufen los. Die steuern jetzt natürlich auch den Handelsposten hier an, halt von der anderen Seite. Das macht das dem Team in Rot, Orange und Pink deutlich komplizierter. Hier sind Felder ohne Ende. Weil das ist der Mister derjenige, der am meisten im Geld schwimmt. Und, oh mein Gott, Johanna hat da gerade nochmal ein Massaker veranstaltet. Wie viel Kills hat die schon gefarmt? Man sieht es auf Stufe 4. Sie hat alles an Upgrades, was sie braucht. Und Recon baut jetzt gerade Strelitzen. Wer das in Blue Dolphin baut, Grenadiere. Da gibt es Handrohrschützen. Ja, Johanna eben kann man nicht mehr leveln. Ist voll ausgelevelt. Johanna kann aber nochmal ein paar Dorfbunde finden, wenn da der Mister drauf schaut. Und bisher hat er die recht gut im Blick. Und kann mit 50 Schaden mit dem Heiligen Zorn. Das killt die Dorfbunde noch nicht ganz. Die haben zumindest Textilien. Und hier sind Zielmarktplätze geplant, was man eben auch in die Handelsroute umstellt. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen die Ruhephase. Und da sieht man eben, dass einer schon sehr viele Ressourcen zur Verfügung hat. Und generell bauen sich da alle weiter und weiter auf. Ein Spieler fehlt noch mit dem Parealset und das ist Tingi tatsächlich, der sich das jetzt nicht leisten kann. Wahrscheinlich auch eine ganze Weile nicht leisten kann, denn die Konvi war im schlechtesten Zustand bisher. Dann wie die nächste Schlacht. Da kämpft Favelas gerade alleine. Die Frage ist, wo ist die nächste Armee von The Mister? Da wandert ein ganz großer Trupp von ihm durch. Schmiede-Upgrades sind auch hier 3-3. Elite-Infanterie-Taktiken ist drauf. Der Mister hat sich da alles nach und nach gestampft. Johanna ist mit dabei. Also ist da in einer sehr starken Position aus seiner Sicht. Hier versucht man die Handelsroute von der Mister ranzukommen, indem man die Holzpalisade aufflext. Das sollte auch gelingen. Dafür die Armee hier. Die steht mit. Okay, die steht halt mitten drin. Der Grenadiere kommt damit vorbei. Und damit wird es die Dianetten, wenn die Grenadiere angreifen, gleich schwierig. Ne, aktuell Johanna läuft weg. Die Dianetten jetzt mittendrin im Kampf. Ja, es regnen die Granaten mit drauf von allen Seiten. Und da kommt nochmal der Heal. Johanna gibt ihr Bestes, diese Trupps so lange wie möglich zu unterstützen. Also sie selber muss aufpassen, dass sie nicht gesnappt wird. Aber sie lebt gegen Fernkampf halt so lange. Sie blockt ja so viele Prozente an Schaden. 75 müssten sein. Ne, 66 sind es an Fernkampfschaden. Dank ihrer Stufe 4 Aura, die sie da besitzt. Aber der Trupp wurde aufgehalten. Hier gibt es jetzt einmal Steinmauer, dass man hier nicht einfach so reinlaufen kann. Die Steine wurden weggesammelt in der Zwischenzeit. Und ja, Ressourcenverfügbarkeit wird wirklich schlechter. Daher Handelsroute ist wichtig. Und wir haben da eben zwei Spieler schon auf Handelsroute. Wie sieht's für Parfellas aus? Gut, er sammelt Olivenöl. Er kann damit einiges bauen. Mit dem Oliven. Und da kommt auch einiges rein, dank den ganzen Hainen, die da jetzt rumstehen. Und dem Weingut noch mit dazu. Hinten stehen die Produktionsgebäude. Ingenieursbüro ja für Belagerungswaffen. Also da geht auch einiges. Währenddessen hier klammert man sich näher an den Wald ran. Hat schon jemand einen Durchbruch durch den Wald geschafft? Nee, da gibt's ein bisschen einen Weg in die Mitte, aber noch nicht durchgebrochen. Hier, da ist der erste Durchbruch. Es ist natürlich der Mister. Der das als erstes schaffen wird, der auch als einziger gerade 10.000 Punkte hat. Hier hingegen arbeitet man nochmal an der Palisade. Aber das wird dann gehalten. Das sind. Oh, das sind Dorfbewohner sogar. Das gibt gleich einen ekligen Verlust für Scout and Scheuer. Na, kurzer Wirtschaftscheck. 137 für den Mister, 75 für Tingi. Recon hat sich wieder auf 133 Wirtschaft hochgeballert.
nachdem man wirklich Katastrophenzustand war. Brudolphin ist bei 92, Scaldonshoy bei 82 mit dem Paar, die gerade gejagt werden. Und Puffelas ist bei 138. Also Puffelas und der Mister mit absolut mördermäßigen Ekos. Wenn das Nihonna wandert, hier immer noch ein Kilt weit reinhalten. Die ist hier halt hinten drin halt eine richtig nervige Einheit. Die Händler versuchen jetzt ihren Weg zu finden. Nicht sicher, wer die ganzen Reliquien hat. Die Reliquien wurden auch aufgesammelt. Und natürlich hat der Mister die Reliquien, hat hier drei Stück. Und drum kommen auch 10 Scheunen, weil der Mister ja noch nicht genügend Ressourcen bekommt. Also der ist wirklich der Platzhirsch. Gerade oben wurde ein Trupp teilweise aufgehalten. Ein paar Waffgelder, bis ein paar Varega-Garden prügeln noch auf die Dorfbohnen ein. Aber die Adern werden weniger. Hier gibt es auch einen Bergfried mit dazu, damit das mit der Handelsroute bei der Gegenseite nichts wird. Und der Bergfried wird der fertig. Es fehlt nicht viel. Und es sind die Befanker von nicht ganz dran, sie versuchen es. Die Grenadiere wollen daran immer noch keinen schlechten Gebäudeschaden. Also die können auch versuchen, den Bergfried nieder zu flexen. Ja, und das passiert jetzt ja heute. Bergfried wird es nicht schaffen. Dafür von anderen Seiten aber jetzt die Einheiten. Somit sind die Grenadiere plötzlich in einer richtig bescheidenen Position. Und müssen sie da irgendwie rausfinden. Aber da kommt halt in der Ecke auch nur noch Kartenrand. Also es wird nicht unbedingt angenehmer. Und dann unten hat die Steinmauerfunktion. Da kommt man gerade ohne Belagerungswaffe nicht durch. Ein Trost für das Team hier oben. Ja, das haben wir hier noch ein paar Einheiten. Ja, wieder die Elite-Kämpfer rangerufen von Johanna. Und sie kämpft hier wieder mit, um noch mehr für noch mehr Chaos zu sorgen. Und oben wird währenddessen die Grenadiertruppe an den Rand der Karte gejagt. Die Dorfbewohner sind auch in Gefahr. Die Grenadiere werfen doch mit sehr viel Schaden um sich, wie man sehen kann. Sorgen damit für einiges an Probleme und schaffen es tatsächlich, die Strelitzen auszuschalten. Die Grenadiere behaupten sich hier erstmal in der ersten Runde. Aber das sind noch weitere Einheiten mit dabei, die gar nicht direkt mitkämpfen. Wenn das Johanna hat es endlich mal zerlegt. Wir haben noch einmal einen geweihten Elite-Kämpfer, also der ist nochmal extra Elite, 700 Hitpoints auf den Kollegen. Und er macht 16 plus 6, dieser Boost ist so krass, 16 plus 66 Damage, hat eine 11er Rüstung. Also der Auserwählte quasi, aber auch er wird hier fallen. Währenddessen die Grenadiere wurden oben am Ende, tatsächlich, haben sich durchgearbeitet. Wurden noch nicht unterstützt, bis jetzt werden sie unterstützt. Da kommt die Armee von Scaldonshoy mit dazu, räumt den gesamten restlichen Trupp weg. Position ist erstmal gehalten. Das heißt, man kann weiter mit der Handelsroute ein bisschen was machen. Hier wird an der Palisade noch irgendwie gearbeitet. Nicht sicher warum, aber gut. Und inzwischen hat es Tingi auch in die Imperialzeit geschafft. Also wir sind da jetzt auch soweit. Jeder ist in Imperialzeit, wenn das denn hat, wie man sehen kann, der Mister Geld ohne Ende. Man sieht ja am gelben Feld quasi, wer führt in die jeweiligen Ressource. Und man sieht bei dem Mister Doros, wie er deutlich führt. Bei Pavelas steht ihm nicht viel nach, muss man da sagen. Scaldonshoy hat sehr viel Nahrung tatsächlich und Scaldonshoy wandert da mit seiner Einheit tief rein und zerlegt einmal die Handelsroute von Weekend und von Pavillas, die da gerade läuft. Johannes inzwischen wieder auf dem Feld. Es ist ein wildes Game hier. Wildes Game, was da abläuft. Hier unten ist noch ein roter Punkt, aber das ist der Marktplatz tatsächlich. Der irritiert mich gerade schon die ganze Zeit. Das ist immer so das Thema. Jetzt ist halt die Minimap gefüllt ohne Ende. Das Gebiet von Weekend wurde nicht wieder aufgebaut. Das ist nach wie vor die gleiche Katastrophe wie schon vor einiger Zeit. Hier die Gebäude leiden. Die Marktplätze werden abgerissen, die Produktionsgebäude werden abgerissen und tatsächlich diese Truppe hier macht einen guten Job. Dafür geht Pavelas einfach unten rein. Sagt sie, ist mir egal, direkter Armeefight, ist mir erstmal wurscht. Ich greife so an. Da sieht man die Dorfbewohner laufen kurz zu das Scheiro sie vom Feuer, aber am Ende überleben sie das. Burg wird hochrepariert, bleibt also erstmal leben, wird von Teamkollegen, der sich hochrepariert. Die ganzen Dorfbewohner von Brudolphin kümmern sich drum, das instand zu setzen, aber er hat gleich keine Steine mehr, kann sie das also gerade nicht mehr leisten. Und das sind noch ein paar Einheiten da, die Dorfbewohner versuchen jetzt eine Palisade aufzustellen. Die Frage ist, wo ist die nächste Armee von? Genau, da habe ich gesucht. Wo ist die nächste Armee von der Mister? Mit den Ressourcen, die hat, muss so eine riesige Truppe dastehen und es sind königliche Elite-Ritter. Johannes mit dabei, einer davon ist auch geboostet. Der wurde geboostet. Ne, das ist Johannes selbst, der wurde geboostet. 770 HP und macht 30 plus er macht im Prinzip 100 Damage. Gut, gesamt sind 96, wenn man es genau nehmen möchte, aber das sind quasi 100. Davon geht noch Rüstung runter, aber das gibt jetzt erstmal richtig Ärger, wenn es in der Truppe läuft alleine vor. Da ist die Armee in Orange, die wandert erstmal weg. Die sind noch nicht auf Elite, wie man sieht. Die sind zwar, es ist zwar im Zeitalter, aber es fehlt die Upgrades dafür. Der Mist hat währenddessen einmal elegant 30 königliche Elite-Ritter in seiner Bauschleife. Einfach weil das kann und hat zudem auch Belagerungswaffen dabei. Also die Gebäude sind jetzt auch keine Herausforderung mehr. Kann jetzt also völlig auf einen Räumtrupp gehen. Parallel gibt es hier oben Ärger. Die Einheiten wurden aufgehalten. Dafür die Goldader verschwindet in Kürze. 1400 sind da noch drauf und unten gibt es weiter Druck. Scheiros, sie haben die Palisade geöffnet, wollen weiter, werden aufgehalten. Da setzt sich gerade Pavelas nach und nach hin und wie man sieht, der hat lauter Außenposten und die sind, glaube ich, alle mit Bangenstellung. Also hier reinlaufen wäre richtig katastrophal mit Einheiten, mit Infanterieeinheiten. Hier die Ritter tun immer noch einfach so ihr Ding, die Bombarden, also die Kanonen schießen auf alles Wichtige in Reichweite, räumen ein Produktionsgebäude nach dem anderen weg. Also der Mister hat hier unten seinen Spaß und überlässt seinen Teamkollegen die Auktion hier oben. Und da geht eine Schlacht los, Grenadiere plus Sugenus gegen einen Haufen Reiter und Speerkämpfer. Da kommt die Armee von Scaldonshoy aber auch noch mit dazu, also ein 2 gegen 1 hier oben. Hat Pavelas dafür selbst überhaupt genügend Feuerpower? Wo ist die Armee von Weekend eigentlich? Da ist die Armee von Weekend. Speerkämpfer plus Strelitzen warten aber erstmal, bis Pavelas den Fight da verliert. Und jetzt, ja, jetzt läuft man ab in die Mangelstellungen. Jetzt wird das richtig, richtig eklig. Da fliegt jetzt eine Runde Steine nach der nächsten.
Will man hier wirklich lange bleiben? Man sieht die Armee in Rot. Sie hat einen katastrophalen Feind. Die Scheibe aus hier vor wandert da durch die Gegend. Die Sperrkämpfer werden mehr und mehr ausgedünnt. Da wird gleich nichts mehr übrig bleiben. Sie nehmen noch ein paar Einheiten mit, aber sie selber geht es nicht gut. Unten währenddessen der Mister räumt einfach weiter nach vorne. Der hat die größte Militärmacht gerade. Da wird eine Burgnummer angesetzt. Also Scout und Chef versucht seinen Teamkollegen zu helfen, so gut es nur irgendwie geht. Der ist auch sehr mit dem Teamgedanken unterwegs. Ist überall mit vernetzt und setzt überall Burgen hin. Aber man sieht, die Gebäude schwinden einfach. Die Position von Tingi ist in einer sehr, sehr schlechten Lage. Er wird da schon ziemlich ausgehöhlt. Also seine Reinforcements konnten sich nicht wirklich mit dem Team zusammenschließen. Währenddessen die Truppe in Rot. Sie kämpft hier vorne tatsächlich noch. Und dessen sieht man, der hat sich Recon auch fein zurückgehalten. Wollte da nicht mitkämpfen. Währenddessen die Burg. Wird sie überhaupt fertig? Sie hat schon sehr viele Hitpoints verloren. Die Kanonen können natürlich das Ding einfach wegräumen. Und das scheint jetzt, ja, das passiert jetzt auch. 100 Hitpoints noch. Eine runde Kanonenkugeln. Dann hat sich das erledigt. Das wird nicht halten. Selbst wenn das Teil fertig wird, das fällt halt sofort von alleine um. Einen Moment später, die Ritter werden das mit ihrer Regeneration gehen weiter nach vorne, wollen die Wirtschaft schwächen oder die Einheiten wegräumen. Da wird jetzt also einfach ein Handgemenge an der Burg draus. Burg ist tatsächlich fast fertig. Sie wurde nicht ausradiert. Die Kanonen leben aber trotzdem noch. Und die Ritter versuchen ein bisschen Einheiten aufzusammeln. Mittendrin stehen die ganzen Fernkämpfer von Tingi. Also Tingi mit seiner Armee. Die Burg ist jetzt tatsächlich mit dabei. Gott, hier werden Einheiten weggeräumt in Masse. Johanna fightet da natürlich auch mit zwischendrin. Kann die Realitätskämpfer theoretisch noch rufen. Oben findet auch ein Fight statt. Da ist es jetzt Recon zusammen mit Puffelas und ein Push. Währenddessen der Mister einfach im Alleingang, weil er so viel Masse zur Verfügung hat. Er hat noch sehr viele Ressourcen, bis auf Gold. Gold ist tatsächlich seine Problemressource. Das andere hat er zur Genüge. Oh, Johanna mittendrin hat sie. Ja, sie hat gerade Heilige Zorn eingesetzt. Ein ganzer Schwung an Hitpoints ist verschwunden. Die Burg lebt tatsächlich. Die Burg lebt länger, als sie hätte leben müssen. Aber trotzdem ist sie am Auseinanderbrechen. Und die Truppe in Rot und Orange versucht ihr Bestes. Wie sieht's hier aus beim Spiel am Pink? Der räumt da auch eine Einheit weg. Die Burg hat aber auch hier verloren. Kann er das mit seinen ganzen Fernkämpfern halten? Roten snipen damit rein. Auf seinen sind es drei Mangel mit dem Einsatz. Als Problemeinheit. Hier unten, der Mister, der schiebt weiter Einheiten da rein. Will diesen Push verstärken. Seine Retter haben aber auch schon massenhaft gelitten. Johanna lebt tatsächlich, also sie kann wieder eine Einheit weihen. Die ist draufgegangen und die Fähigkeit ist wieder verfügbar. Also kann sich da um eine weitere Unterstützungseinheit kümmern, bis um eine weitere Elite-Einheit kümmern. Ja, das sind die Armeen grün rückweiter vor. Jetzt werden wieder Häuser, Felder und alles andere abgebrannt. Oben ist natürlich auch die wichtige Handelsroute. Wenn man die stoppen kann, bremst man das gegnerische Team komplett aus, was Gold betrifft. Weil es gibt nicht mehr viel Gold, was man auf der Map sammeln kann, falls es überhaupt noch Gold gibt. Die Minimap ist sehr unübersichtlich, aber ich sehe gerade keine weitere Goldart auf der Karte. Also ich finde zumindest nichts. Der Mister sammelt sie jetzt hier erstmal mit seiner ganzen Truppe und das sind die ganzen neuen königlichen Elite-Ritter. Ein riesiger neuer Haufen parallel seinem Team macht oben den Spielern Pink fertig gut auf und ist jetzt soweit, dass er kapituliert. Sieht sie nicht mehr in Lage, da noch was retten zu können. Damit sind seine Teamkollegen eigentlich auch schon quasi den Untergang geweiht. Mein 2 gegen 3 ist schwierig. Ja, Blutorfens Position ist da schon gebrochen. Man sieht, es ist ausgegraut. Und aktuell Tingi und Scout Enjoyer fighten noch, nee, nur noch Scout Enjoyer, aber der sagt auch, nee, im Alleingang gewinne ich das ganz sicher nicht. Und am Ende wird das hier gewonnen, nachdem Recon in so eine miserable Position gebracht wird, rettet das ganze Team das. Ja, 42 Minuten in einem 3 gegen 3 ist etwas eskalativ. Man sieht auch ziemlich gut, wie der Mister eben erstmal alleine gelassen wurde, bis er hat seinen Teamkollegen einfach leiden lassen. Beide Teamkollegen erstmal leiden lassen, bis ihn dann zu Hilfe gekam. Und dann war er wirklich die dominante Macht für eine lange Zeit. In der Zeit hat sich dann Recon wieder aufgebaut. Und tatsächlich konnte er dann auch wieder neue Spitzen, neue Höhen erreichen. Auch Tingi hat sich versucht, da wieder zu fangen. Aber ich glaube, fast ein bisschen zu spät. War dann nicht so hilfreich in den Fights. Man sieht, Dorfbrunner-Tennisch hat Havelas aber nicht nochmal hochgepusht, tatsächlich auf über 140. Generell am Anfang der Durchhänger, man sieht es bei den beiden. Recon, der ja Tingi belagert hat, und Tingi hat gelitten, Recon hat selbst auch gelitten. Teilweise war dann Recon nochmal schlecht unterwegs, aber hat das mit seinen Massen auf Dorfzentren dann nachgelegt, wieder aufgeholt. Dann ist es bei seinen anderen Teamkollegen abwärts gegangen. Da kann man den Händler natürlich auch mit dazu, also die Wirtschaftszahl ist auch nochmal ein anderes Bild. Man sieht das auf und ab im Militär. Mann, im 3 gegen 3 ist einfach, ich finde es etwas unübersichtlich, muss ich sagen. Es ist sehr schwer alles zu verfolgen. Ja, Wirtschaftszahl, wie der Mister einfach da der König war. Der Wirtschaftskönig mit seinem Handel und Dorfbewohner. Und wenn das in Grün und Orange lange hinten waren, bis dann tatsächlich Bludorfin hat. Der hat so viel abbekommen in dem Fight, dass seine Economy so komplett zusammengebrochen ist. Das war da, als der Counterpush kam. Er hat zuvor noch zu diesem Zeitpunkt Puffelas belagert. Als das dann gebrochen ist, dann, als der Wechsel dann kam auf die Imperialzeit, dann hat er massiv Einbußen in die Economy hinnehmen müssen. Drum war seine Position nicht mehr so geil. Konnte das also nicht mehr so gut reinforcen. Am Ende von dem ganzen Team war es dann Tingi, der versucht hat, sehr viel Economy zu pushen. Aber in der Armee dann nicht ready war und die Teamkollegen, wenn das dann auch geschwächt wurden, haben sich das Ressort nämlich einfach der Mister davon gelaufen ist. Recon dann auch und Puffelas hat sich auf einem Niveau gehalten. Das Gegnerteam kam dann nie so weit. Dem Early, haben dafür mitgegeben, haben sie ziemlich krass gefightet. Das muss man lassen, haben richtig gut Druck gemacht. Aber der Mister hat da wirklich die Situation gerettet.
Wildes Game, wildes Game, wildes 3 gegen 3. Ja, nur einer hat Olivenöl gesammelt. Ja, da hat Paphilas den gesamten Grafen für sich. Das ist doch auch schon. Ja, Statistik ist entsprechend auch etwas umfassend. Mit wer wie viele Einheiten zerlegt hat. Sieht das zumindest eben der Kämpfer war 800 Einheiten zerlegt. Muss einfach seinen Teamkollegen zu Hilfe eilen, damit sie das in den Griff kriegen. Aber er hatte die Position dafür und hat da entsprechend auch gut ausgeholfen. Wir können am wenigsten Einheiten flohen, weil er von der Zeit lang so wenig Einheiten hatte, dass nichts wirklich mehr sterben konnte. Das ist auch eine gute Statistik. Dafür hat er am meisten Gebäude verloren, dass die ganze Infrastruktur zusammengerissen wurde. Ja, natürlich wirtschaftlich. Tatsächlich, Paphilas hat mehr Holz gesammelt. Und natürlich Olivenöl als einziger. Dafür goldtechnisch gar kein Vergleich. Die anderen sind nicht mehr bei 30. Wenn das ist der Mister bei 50.000, hat auch die Steine von der Map gesaugt. Da hat ihm Skadenscheu tatsächlich noch Konkurrenz gemacht. Und nahrungstechnisch war Paphilas dran an ihm. Das andere Team hatte da mehr Schwierigkeiten. Man sieht, Tingi mit 30.000 hatte da wirklich gesamt die schwächste Economy-Leistung über das Spiel verteilt. Auch wenn Rick in einer schlechteren Position hat, da kann man sie halt da wieder raus aus diesem Loch. Entsprechend war das dann nicht mehr so schlimm gegen Ende in der Gesamtgrafik. Nicht mehr so katastrophal. Warum hat Blue Dolphin so viel Gesellschaftspunktzahl? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es hat auch die durchschnittliche Einheitslebensdauer. Die war am längsten bei The Mister tatsächlich. Am kürzesten bei 553 bei Tingi. Ja, Reliquien. Hat er sich 3 und 3 Reliquien? Auf der anderen Seite waren es dann auch 3 gesamt. Also 6 Reliquien zu 3 war da die Sammlung. Interessant, wie sie das. Wie gesagt, die Punkte bin ich mir nicht ganz sicher, wie die zustande kommen. Aber gut, das war 3 gegen 3. Ich wollte mehr Teamgames. Ich habe ein bisschen was Sorge. Ich glaube, 4 gegen 4 ist mir einfach zu viel. Keine Ahnung, ich muss erst mal eins finden. Muss sagen, die meisten starken Spieler spielen jetzt auch nicht so viele Teamgames. Und dann 4 gegen 4 ist, glaube ich, einfach ein bisschen schwer zu überblicken. Aber. Wenn ich was finde, wird das gecastet, aber ich gebe jetzt kein Versprechen drauf. Das seht ihr einfach, wenn das mal soweit sein sollte. Trotzdem bevorzuge ich sehr gerne 1v1. Da kann ich mich besser drauf fokussieren. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.